Bankers Babylon, ein Finanzspektakel, das hier Mittwoch nächster Woche stattfinden soll. Sie haben ja schon ein paar, meine Lieben, könnt ihr mal das Reden einstellen? Danke. Sie haben ja schon ein paar Informationen über die Pressemitteilung mitbekommen. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Ich will vielleicht nur drei Punkte kurz vorstellen, die uns wichtig sind in Hinsicht auf das Projekt. Also ich selber, das ist ja ein Projekt, an dem verschiedene Leute beteiligt sind, verschiedene Organisationen, wenn man so will. Ich bin von der Frankfurter Gemeinen Zeitung. Das ist eine Webplattform für Politik und Kultur. Und ja, für uns gibt es vielleicht drei Punkte, die man rausstellen sollte. Also erstens, bei Bankers Babylon wird es nicht in erster Linie um Banker gehen. Ja? Sie werden also nicht den Abend damit verbringen können, den bösen Bankern zuzuschauen, was die alles Schlimmes machen, sondern unser Verständnis von diesem Titel kann ich vielleicht eher illustrieren an einer kleinen Sache, die ich heute gesehen habe. Ich war heute Mittag in Bad Homburg und habe mir einen Kaffee geholt in einem Bäckerladen, der heißt Wiener Feinbäckerei. Kennen Sie ja auch. Hat mit Wien relativ wenig zu tun, mit Feinbäckerei auch wenig. Aber der Kaffee ist gut. Und als ich das Wechselgeld auskriegte, sah ich auf dieser Schale, in der das Wechselgeld lag, sah ich eine Aufschrift, die hieß, ich habe es mir aufgeschrieben, trotz Finanzkrise 7% Festzins. Ja, das war die 7% Festzins, waren in ganz großen Lettern auf der Schale. Jährlich sicher, Investition ins goldene Handwerk, die Wiener Feinbäckerei Jubiläumsanleihe. Ja, und das sozusagen, das ist für mich Bankers Babylon. Dass sie also irgendwo hingehen, in ein Café oder in eine Bäckerei, die natürlich auch schon längst keine Bäckerei mehr ist, sondern eine Kette, die aber so tut, als wäre sie noch goldenes Handwerk. Und wo sie beim Bezahlen dann gleichzeitig eine Anleihe mitsignieren können. So halt. Ja, es geht also eigentlich darum, dass wir heutzutage alle Banker geworden sind. Ja, und dass alle in diesen Kategorien denken, dass jede Universität, jede Bäckerei, ich würde jetzt auch mal behaupten, jedes Redaktionsbüro schon so eine Art von Profit Center geworden ist. Und dass dieses Denken die Eigenlogik dieser einzelnen Dinge überlagert hat. Und das wollen wir eben darstellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch näher untersuchen. Der zweite Punkt ist, dass also das System, wie es so für uns gerade erscheint, dieses System ist aber ins Rutschen gekommen. Und wir glauben eigentlich nicht, dass das mit einzelnen Maßnahmen getan ist, egal ob man jetzt Eurobonds einführt oder was auch immer, sondern wir glauben, dass diese Krise eine dauerhafte ist. Und das liegt auch nicht an irgendwelchen Linken oder Oppositionellen, auch nicht an Occupy, sondern wenn man sich anhört, was für Reden in Davos geschwungen worden sind von einigen Finanzspezialisten, die klangen geradezu apokalyptisch. Ja, dass es in 4 bis 5 Jahren mit unserem westlichen Modell vorbei ist und so weiter. Ich will das gar nicht unterschreiben, aber auf jeden Fall befinden wir uns in einer tiefgreifenden Übergangszeit. Und das kann man kann das jetzt bedauern oder sich die Hände über den Kopf halten oder man setzt sich eben damit auseinander. Und das wollen wir im Rahmen dieser Veranstaltung machen. Der dritte Punkt ist, das ist ja kein neues Thema. Ja, Sie haben ja, Occupy habe ich schon erwähnt, Sie können auch heute kaum ins Theater gehen, ohne irgendwie einen Banker im Anzug zu sehen. Auf der Bühne. Auf der Bühne, ja. In Frankfurt auch ab und zu Zuschauerraum. Das ist aber nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass diese Beschäftigung miteinander, es gibt dann auch viele wissenschaftliche Vorträge, das findet immer vereinzelt statt.
Ja, und natürlich im Theater gelten sowieso ganz andere Regeln als zum Beispiel beim Fachvortrag. Und wir möchten gerne diese ganzen Sachen zusammenbringen. Das heißt, wir haben eben Input von Seiten der Wissenschaft aus für jede der geplanten Veranstaltungen. Das hier ist nur die Eröffnungsveranstaltung, es soll insgesamt 4 Stück geben im Laufe des Jahres. Und das ist ein ganz normaler Soziologie-Prof aus Jena, der Klaus Dörre. Und der wird zweimal 20 Minuten einen Vortrag halten. Und dieser Vortrag ist also auch nicht, wie Sie, es gibt ja heutzutage so wissenschaftliche Amüsanz-Vorträge. Das ist er nicht, sondern der bleibt sozusagen in seiner Logik. Und Sie haben daneben dann einen Rapper von mir aus wie Florian Neb, der halt seinen Rap macht. Und es kann nun sein, dass uns die einen weglaufen, weil sie sagen, wir haben ja keine Lust, dass das hier ein Hörsaal ist, oder die anderen weglaufen, weil sie sagen, was soll eigentlich dieser Rapper zum Beispiel? Ja, das ist das Risiko, das wir da eingehen. Aber wir finden es eben interessant, Theaterleute, Autoren, Musiker, Künstler auch mal an einem Abend zusammenzubringen, die ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema haben. Und dazu gehört als weitere Gruppe auch das, was wir als Involvierte bezeichnet haben. Das heißt, es sind Leute, die in diesem Sektor in irgendeiner Form arbeiten und da entweder ausgestiegen sind oder sonst, die auf jeden Fall eine andere Insicht haben. Und da haben wir an diesem Abend auch jemand da, eine Frau, die früher für einen bekannten Frankfurter Finanzdienstleister gearbeitet hat. Das ist eigentlich das Konzept. Es gibt noch wir sind selber eine Webplattform. Es gibt einen ausführlichen Webauftritt dazu auch, der das Ganze unterstützen soll und der so nach und nach weitere Impulse kriegen soll von Künstlern, Theaterleuten, auch von wissenschaftlicher Seite her oder politisch Engagierten. Ja, das ist erstmal so. Ja, das habe ich mir gedacht, wenn ihr anfängt zu reden. Dann nimmt der Herr von Dresden ja alle Statement-Möglichkeiten noch ab. Deswegen fange ich das mal ganz anders an. Ich habe heute, als ich hierher ging, festgestellt, dass ich zu warm angezogen bin. Der Frühling kommt, die Sonne lacht, ich habe die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht. Der Reim ist von dir, oder was? Das ist ja ein spontaner Reim und soll hier nur belegen, dass auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung über eine bestimmte künstlerische Kompetenz verfügt. Ich bin gespannt auf die nächsten drei Strophen dieses Buches. Von daher ist das kein Zufall, fühle mich da auch ein bisschen unter Druck, aber ich nehme jetzt an, dass Sie nicht weitere Reime von mir hören wollen, sondern wissen wollen, wer an diesem großen Wetterrad dreht. Das ist also die Rosa-Luxemburg-Stiftung, für die, die es nicht wissen, eine parteinahe, sogenannte unabhängige und parteinahe Stiftung der Linken. Und wir machen traditionsgemäß seit, was weiß ich, x Jahren, seit 11 Jahren, glaube ich, insgesamt hier Veranstaltungen. Und seit 2009 natürlich auch verstärkt zur Krise. Und dann kommen immer Menschen, die auch was zu sagen haben. Und das ist auch wichtig. Und dann gibt es dann eine Abenddiskussion. Aber es beschränkt sich dann doch immer irgendwie auf den Kreis der unmittelbar am Thema Interessierten, sachlich Interessierten, wissenschaftlich Interessierten, politisch Interessierten. Ich selbst, das vergaß ich, mein Name ist Jörg Prelle, bin im Landesvorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und beschäftige mich insbesondere damit, mit dem Versuch, milieuüberspringende politische Kommunikation in Gang zu setzen. Und insofern haben wir nach solchen Möglichkeiten gesucht und da kam dann die Frankfurter Gemeine Zeitung mit einem Konzept und der Bernd Presten steht dann auch insgesamt für das Gesamtkonzept. Und wir haben gedacht, wir können ja mal einen Vortrag von dem Klaus Dörre, den wir auch so schon immer mal irgendwo eingeladen haben, in einen Rahmen setzen, in dem verschiedene, zum Beispiel Leute aus der unabhängigen Theaterwelt, wer auch immer, ihre Idiosynkrasie, an ihre Empfindlichkeit, ihre Wahrnehmung von Krise darstellen, und zwar mit den eigenen Ausdrucksformen. Und darüber
eine Veranstaltung zu machen, die das, die diese Pluralität von Wahrnehmung, Empfindung und Krisenbewusstsein darstellt, das ist für mich die Veranstaltung. Und deswegen waren wir auch nicht nur interessiert, nicht nur fördernd, sondern auch selbst mitarbeitend. Wie sich das gehört für Linke, haben wir lange, lange über das, den Titel selbst diskutiert und uns regelmäßig die Zusammenarbeit aufgekündigt. Und letztendlich gilt für dieses Nebeneinander verschiedener Ausdrucksformen, ist dann doch der Titel Babylon als Sprach- und Ausdrucksvielfalt dann sehr gut. Zum Konzept selbst müsste ich das jetzt paraphrasieren und wiederholen, das will ich ersparen. Wir sind ja hier im Gespräch, da können wir dann noch viel dazu sagen. Deswegen will ich es jetzt erstmal dabei belassen und bin gespannt auf Fragen von Ihrer Seite. Danke. Also mich würde zum Beispiel interessieren... Soll der Berlin noch was sagen oder steigen wir... Die Frau will schon mal die Frage. Okay. Ja. Nee, dann stelle ich das zurück. Martin, sagen Sie doch erstmal was. Dann frage ich hinterher. Er hat gerade aufgefordert zu Fragestellungen. So. Ja, also warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Weil die Krise ist ja schon länger oder ist ja die zweite oder wie viel auch immer, wenn man zählen will. Aber warum jetzt? Ja, eigentlich hätte es ja im Januar sein sollen. Da war es noch zu kalt hier. Gut, also ich denke, es braucht eine Zeit bis, also erstens denke ich, erweist sich allmählich, dass die Krise nicht einfach eine der üblichen Krisen ist, sondern eine dauerhafte, und ich denke, dass es diese Umbruchssituation in ganz vielen Bereichen gibt und dass es nicht nur das Problem jetzt der Schulden ist, sondern ich meine, Sie können sich ja Ihren eigenen Sektor anschauen, den Journalismus, ja, der vor großen Umbrüchen steht oder in dem sich große Umbrüche vollziehen, schon seit Jahren. Und das gilt für sehr viele Bereiche. Und was die Krise angeht, bei der ersten hat man vielleicht noch gedacht, naja, man kommt da ja wieder raus. Deutschland ist ja immer ganz gut in solchen Sachen. Ich glaube nicht, also für mich war es erstaunlich, dass die zweite dann jetzt schon wieder da ist. Ja? Also in, doch in sehr, sehr kurzem Abstand von der ersten, und dass es da auch wieder schon irgendwie die Alarm- und Totenglocken geläutet werden, wenn nicht Milliarden von Euro irgendwohin verschoben werden. Das ist doch zunächst mal sehr verblüffend. Und das ist für mich eben ein Anzeichen, das ist jetzt kein schlechtes Wetter, was über uns hinwegziehen wird, sondern da tut sich eben was Dramatischeres. Und deshalb machen wir das zu diesem Zeitpunkt. Und für uns gilt, wir haben eine ganze Reihe von konventionellen Veranstaltungen gemacht. Wir hatten Lust auf was anderes. Und wenn ich da noch eine Sache zufügen darf, Bert hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir die Diskussion ja verlängern wollen durch diese Webpräsenz. Und die ist ja auch dialogisch gemeint. Das heißt, uns ist, oder wir sind daran interessiert, dass darüber Diskussionen auch mit Beteiligten, Unbeteiligten, Interessierten an dem einen oder anderen Aspekt dieses Konzepts funktioniert. Und zum anderen wollen wir das auch inhaltlich ausweiten. Also wir haben zum Beispiel überlegt, ob man für die nächste Veranstaltung in dieser Reihe einen Fotowettbewerb auslobt und dann diese Fotos hier aufstellt und sowas. Also dass wir sowohl im Bild als auch im Wort diese Vielfalt von Krisenwahrnehmung, über die man sich dann streiten kann, ob das jetzt eine Dauerkrise oder nicht ist oder ob der große Knall kommt oder nicht, das ist dann eine Frage der Diskussion. Aber dass man diese Wahrnehmung von Krise oder Nichtwahrnehmung von Krise, gibt es ja auch, dass man die irgendwie festhält, auch in Bildern, also in Fotografien, das wäre beispielsweise auch eine nette Idee von mir, von uns, dass man sowas dann mit einem gewissen Zeitvorlauf dann organisiert und hier auch diese wunderbaren Räumlichkeiten hat, Herr Pramel kann sich ja dazu noch äußern, die haben wir ja bewusst ausgesucht, diese wunderbaren Räumlichkeiten hat, um sowas vielgestaltiges dann auch wirklich zu organisieren. Ich dachte, das haben wir wegen der Hirschgemeier genommen. Ja, auch. Gut, zum Thema Ort, der Bert Preskin hat ja schon angedeutet, dass ihr habt ja vorhin in diesem Jahr eine vierteilige Kultur-, Diskussions-, Diskursreihe zu veranstalten, jeweils in einem anderen Raum, wobei der Raum eurerseits ja immer sozusagen eine auch inhaltlich-ästhetische Note abgeben sollte.
dass wir jetzt da Auftakt sind, halte ich für eigentlich ganz begrüßenswert, weil einmal ist es eine der vielleicht bedeutendsten Kulturdenkmäler der Industriegeschichte in unserer Region hier. Denkmalgeschützte Naxos-Halle zugleich, haben wir natürlich auch hier an diesem Ort die Geschichte dieses Ortes sehr genau erforscht. Wir haben mal vor ein paar Jahren ein Riesenspektakel gemacht über die Geschichte dieser Firma, wobei im Mittelpunkt ja auch nochmal die Geschichte der Familie, der Gründerfamilie Pfungst steht. Und Pfungst ist ja eines der ganz herausragenden Beispiele Frankfurter jüdischen Unternehmertums, denn die Pfungsts waren große, wenn man so will, Förderer des kulturellen, emanzipatorisch-kulturellen Lebens in Frankfurt. Und nicht umsonst, sondern zufällig werden zwei Theaterbeiträge aus der Feder des Sohns des Gründers dieser Firma, Dr. Arthur Pfungst, nachdem auch eine ganz bedeutende Stiftung in Frankfurt ihren Namen erhalten hat. Dieser Dr. Pfungst war sozusagen der Lenker und Leiter dieser Firma kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also von 1899 bis 1912. Und hatte selbst eine große, wichtige Frankfurter Zeitschrift herausgegeben, das Freie Wort, so heißt das Freie Wort. Er war selber hat sich selber als liberaler Frankfurter Bürger begriffen, weil liberal damals was anderes hieß als heute. Und hat sozusagen sehr kritisch und sehr konstruktiv, aber auch gegen das Deutsche Kaiserreich angeschrieben, gegen den Imperialismus, gegen die Schwerindustrie und so weiter. Und hat selbst auch viele Gedichte, Epen, Dramen geschrieben, unter anderem aber auch große Texte, womit er sich in die damalige Debatte eingemischt hat. Und zwei ganz tolle Texte sind über den Untergang der Titanic und den zweiten über die Hooligans. Wobei man kein Versprecher jetzt von mir ist, sondern er hat 1902 für mich zum ersten Mal meines Wissens über Hooligans geschrieben und hat gesagt, eine Gesellschaft hat so viele Hooligans, wie sie verdient oder wie es sie zumutet oder wie es sie hervorbringt. Und er schreibt auch über die Titanic und schreibt, dass der Titanic eigentlich nur der Untergang der Titanic ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Systems ist und nicht einfach nur einem Eisberg geschuldet ist. Also hochspannend, schon mal diesen Text zuzuhören. Ein Schauspieler unseres Ensembles, der Tim Stegemann, wird die performen im Ambiente auch der Naxos-Halle. Ja. Und dann hast du ja auch erwähnt schon, dass Bankers Babylon hatten, und du hast dann gerade Banken nichts zu tun. Also das ist zumindest nicht der Fokus. Ja, wobei es ja jetzt so ist, dass die Banker sind ja nicht nur überall, sondern die Banker sponsern ja mittlerweile alles in unserem Leben. Selbst das Theater wird schon, oder der Städel, alles wird von Bankern gesponsert. Also ich kann nur garantieren, wir sind ein Theater, das mit Garantie von keiner Bank gesponsert wird. Darauf wollen wir Wert legen. Es geht, glaube ich, momentan für alle an dem Projekt beteiligt. Nein, wir hatten doch, dass die Veranstaltung von uns von Bankern gesponsert wird. Das wäre was Neues. Aber da haben wir keinen Kicker. Wir wollten auch die Vorstände einladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, also was Sie eben nicht sehen werden, sind Stücke auf der Theaterbühne, die direkt eben zum Beispiel Banker behandeln, sondern es gibt noch ein zweites Stück von Dario Fo, das auch eher ja auf einer Fabelebene und in einer ganz anderen Zeit spielt, aber Besitzverhältnisse thematisiert. Es gibt ein Stück, das ich geschrieben habe, das funktioniert ganz gut als Antwort auf diesen Realtext über den Untergang der Titanic, das aber das ist eher eine Groteske, würde ich mal sagen. Und das ist eben Kontrast zu diesen sachbezogenen Sachen, die kommen werden von Klaus Dörre oder auch von, wir haben auch zwei Gedichte noch von Thomas Xeller über Frankfurt und Bad Homburg, die von den Moonlight Sisters vorgetragen werden. Von denen sie die Hälfte des Mondscheins sitzt hier dran. Ja, vielleicht könnte man noch was zum Gesamtkonzept haben Sie ja schon, aber zu den Beteiligten noch was sagen. Ja. Wie viele Leute, und Sie hatten vorhin angedeutet, es gibt bestimmte Spielorte,
war auf Naxos. Vielleicht könnte man dazu noch was sagen. Was findet wo statt? Und was erwarten Sie von dem Abend? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren, hätte ich mich auch fragen können. Gut, also es gibt, oder willst du es sagen? Kann ich meine, also dann die Größe der Naxos-Halle angemessen, verteilen wir den Abend in 3 Teile und die sind auch jeweils an unterschiedlichen Orten angesiedelt. Also sowohl hier im Foyer als auch im klassischen Theaterraum bei uns, im Wintertheaterraum, als auch in der großen Halle, wo sich der Zuschauer ergehen kann, an verschiedenen Orten unterschiedliche Aspekte sich herausgreifen kann aus den Orten. Findet und das nacheinander oder? Das ist nacheinander und für jeden ist alles zugänglich. Also es ist nicht so, dass irgendwas ausgegrenzt wird, sondern wir haben das Programm so organisiert, dass eigentlich jeder Programmbeitrag für jeden rezipierbar bleibt. Gut, und beteiligt sind natürlich, das ist ja eine ganz bunte Mischung aus Kulturmachern, von Vorortrappern, ne, über weiß nicht was, also Kinderchor haben eigentlich keinen zustande gekriegt. Nee, aber wir haben, aber das Mal die Moonlights ist das jetzt. Ja. Dann gibt es, also das ist eben der Florian Nee, der macht Rap. Dann gibt es Philipp Heines und Lukas Etzel von der Band Clinch. Die machen so Funk-Hip-Hop. Also es sind beide Gruppen arbeiten mit deutschen Texten. Dann gibt es, gut, den Klaus Dörrer habe ich schon erwähnt. Dann gibt es von Leuten aus dem Theater Willy Pramel das Stück von Dario Fo zum einen. Wie heißt das? Das heißt die... Dario Fo. Die Kraft des Wortes. Der berühmte Kraft des Wortes. Okay. Italienische... Ja, ja, nee, wie das Stück heißt. Das ist kein eigenes Stück. Eine Szene aus Il Mistero Buffo. Mhm. Diesen berühmten Text aus den 70er Jahren, wo er sozusagen im Gewande von Narren, also Außenseiter, also die historischen Außenseiter der Gesellschaft, in seine kommunistischen Ansichten in den Mund legt. Und das ist natürlich wahnsinnig sinnlich und zugleich belehrend. Also man kann bei Dario Fo als alter italienischer Kommunist immer noch das moralische Pathos des Aufklärerischen erleben, nachvollziehen, mit Spaß nachvollziehen. Ja, dann gibt es also von der Theaterseite her gibt es diese beiden Texte in der theatralisierten Form, die Willi schon erwähnt hat, also über die Titanic und die Hooligans. Es gibt einen Ausschnitt aus meinem Stück über die Titanic-Untergang, das heißt Schwierige Zeiten für Insektendolmetscherinnen. Kommt also das Wort Titanic im Titel nicht vor und wird dargestellt von Leuten aus dem Frankfurter Kellertheater. Habe ich jetzt noch was vergessen? Die Texte von diesem Ort, wie heißt denn diese Kinderchor? Achso, ja, das sind zwei Stadtgedichte von Thomas Xeller. Das eine über Frankfurt und das andere über Bad Homburg. Thomas Xeller sagt Ihnen vielleicht was, oder? Ist Titanic. Ehemals, ja, und ein bekannter Dichter inzwischen. Es war auch ganz interessant, weil wir haben versucht, für diese beiden Gedichte einen Kinderchor zu kriegen. Ja, und hatten erstmal, es lief meistens so, dass wir erstmal Zusagen hatten, bis die jeweiligen Chorleiter oder auch die Eltern die Texte gelesen haben, weil da schlimme Wörter drin vorkommen. Es kommt so ein Wort wie Vögel drin vor, und das, was ja nie einem Kind einfallen würde zu sagen. Und deshalb haben wir da jetzt eine etwas andere Lösung gefunden. Ach ja, und es kommt, wie gesagt, Madame X, das ist die Ex-Mitarbeiterin eines Frankfurter Finanzdienstleisters, und die wird etwas erzählen. Das ist eben kein fiktiver Text sozusagen, sondern einfach die Wiedergabe eines Erlebnisses über Fukushima, die Frankfurter Asienmesse und dreieugige Fische. Die Frage, was Sie sich von dem Abend erwarten. Ach so, ja, die Frage, was Sie sich von dem Abend erwarten. Dialog genau. Bringen soll, sozusagen. Gut, also wir erwarten zunächst mal, dass es eine etwas andere Wahrnehmung auf diesen ganzen Themenkomplex in Gang setzen soll.
dass es Leute, wie Sie schon sagten, in Dialog bringen soll, jetzt vom Publikum her, die nicht automatisch in die gleichen Raster, in die gleichen Schubladen reinfallen. Und ich denke, in Frankfurt sind diese Schubladen sehr ausgeprägt. Ja, es gibt viele Szenen nebeneinander, aber die bleiben doch stark unter sich. Wir würden hoffen, dass wir das ein bisschen aufknacken können. Ja, und wir erwarten oder wir hoffen auf einen, dass sich sozusagen ein Interesse an der ganzen Reihe natürlich auch dadurch bildet. Und dass dass das nicht bei einem einzelnen Event bleibt und man nach Hause geht und sagt, was war das wieder für ein schöner Abend im Theater für die Prame. Ja. Aber ich glaube, da hockt er ja sowieso auch immer drauf bei irgendwelchen Sachen. sondern dass ja, das etwas in Bewegung gerät in den Leuten selbst. Und das kann ich gleich ergänzen, weil wir vertreten ja eine ganz andere Klientel und sind mehr so. Wir haben ja auch, wir haben zum Beispiel bei den Occupy-Leuten die Dinger verteilt. Dann hat, es war gestern irgendein Grund, warum Linke zusammenkamen, im engeren Sinne, also der Linkspartei. Und die hat dann übernommen den Kauf von Karten, die sie dann umsonst weitergeben, damit auch Leute, die sonst nicht, also für 5 Euro auch nicht kommen könnten, auch kommen. Dass wir hoffen, dass auch Leute, die jetzt nicht sagen, wo man die Theaterszene kennt und ablaufen, mal hier vorbeikommen. Und deswegen fand ich die Idee, die meine gar nicht gewesen wäre, ich fand sie zuerst befremdlich, dass wir da marktplatzähnlich verschiedene Szenen in Mittelteil präsentieren. Die fand ich im Nachhinein eine gute Idee und relativ ansprechen, gerade gerade in der Situation, in der doch sehr unterschiedliche Leute sich da auch in der Veranstaltung ein bisschen orientieren können und sollen, und dann gibt es auch Pausen. Und es ist ein Angebot, es ist ein Versuch, dass Leute, die sonst sich eher aus dem Wege gehen, mal so ein bisschen zusammen reden. Ob das klappt oder nicht klappt, das muss man dann einfach sehen. Es ist nicht der letzte Versuch, das ist ja auch ein, sagen wir, unser Motiv für diese ganze Reihe, aber es ist, wir lernen selbst dabei, glaube ich. Das ist aber insofern ein Experiment, weil das größtenteils ungeprobt ist. Ja, also wir sehen das Ding an dem Abend, wir als Beteiligte sehen das Ding an dem Abend auch zum ersten Mal. Ja, weil den Dörrer kann man schlecht jetzt extra hierher bestellen, damit er mal ein bisschen mit uns probt und so weiter. Der kommt ohnehin aus seiner vorlesungsfreien Forschungssemester oder was. Und ja, durch dieses impressionistische Gesamtkonzept ließ sich das nicht anders machen. Das ist also ein Experiment und das gibt es nur an diesem Abend. Das ist also anders als bei Theater. Hat man eine zweite Chance oder kann man auch nochmal hingehen. Das wird hier nicht der Fall sein. Wie ich Sie verstanden habe, wollen Sie jetzt auch nicht so fertige Antworten bieten, warum haben wir die Krise, wie geht es weiter, sondern eher so verschiedene Ansätze präsentieren. Das wäre ja etwas hybrid. Da würden wir ja selbst den babylonischen Turm bauen, ja, wenn wir das sagen können. Gut, geprobt ist natürlich schon, was die einzelnen Teile angeht. Aber was sozusagen, was mich interessieren würde als Theatermacher, also wenn du hast den Begriff Grenzmilieu überschreitend und so, ja. Also gibt es die Möglichkeit, dass man an einem Abend einen Soziologieprofessor dazu kriegt, dass er das, was er an anderen Orten erfährt, in seiner soziologischen Theorie mit aufgreifend assoziativ erweitern kann und umgekehrt. Ob es bestimmte Texte gibt, die das, was der Soziologieprofessor am Rednerpult sagt, ausweitet, sinnlicher, spürbarer werden lässt durch Gang in die Geschichte und in die Vergangenheit. Ja. Oder ob sowas wie so ein Ort eine synästhetische Aussage bekommt, dass man sagt, hier wurde vor 120 Jahren lang auch gearbeitet, schwer gearbeitet. Wir Theaterleute fühlen uns diesem 120-jährigen Arbeitsprozess, wie soll man sagen, verpflichtet, indem wir auch hier wurde immer gesägt und geschliffen und gepresst und wir schleifen und pressen an Texten, klassischen Texten und klassischen Stoffen.
und versuche, die einem heutigen Denken und Fühlen näher zu bringen. Und ob sowas gelingt, das, also mich würde halt interessieren, dass jetzt nicht die üblichen bekannten Gesichter bei solchen Veranstaltungen aus den Parteien und weiß der Teufel kommt, sondern Leute aus Bornheim oder aus dem Nordend, die normalerweise schon gleich gar nicht auf so einen Vortrag gehen würden. Aber erleben, dass Denken und Wissenschaft und sowas auch was Spaß machen kann. Also, ja, das würde mich interessieren. Das wäre für mich die Synergie eines solchen Abends. Dass man viele Leute hat, die sagt, also so habe ich schon lange nicht mehr über die Krise, die uns alle umgibt, nachgedacht. Also, das wäre das Ungeprobte. Die Geschreie sind hier nicht, das ist Theaterleute, die proben. Gibt es denn schon für die folgenden drei Veranstaltungen irgendwie Pläne, örtlich, zeitlich, inhaltlich? Das ist noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Also es gibt, wir planen für ungefähr 3 bis 4 Monate die nächste Veranstaltung. Das wäre wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit dem Wolfgang Spielvogel vom Frankfurter Autorentheater, von Theaterseite her. Ich könnte Ihnen jetzt auch einen Ort nennen, aber das ist sozusagen noch so vage, das wäre vielleicht den Betreffenden gar nicht so recht. Ja, und deshalb. Das wäre jetzt auch falsch. Also wir sind ja in einer Situation des Ausprobierens. Und irgendwie werden wir darauf Schlüsse ziehen. Und man kann ja hinterher durchaus auch mit Ihnen darüber reden, hat sowas, bringt sowas oder muss man Konzepte verändern. Vielleicht ist der eine oder andere auch enttäuscht, dass er keine fertigen Botschaften kriegt, aber das geht gar nicht. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Und wir würden uns auch nicht einigen auf fertige Botschaften, so wie wir hier sitzen. Ja. Gut, ich meine, dass das sozusagen Linke auch Nachholbedarf in Ästhetik und dringend nötig haben. Das sieht man ja auch schon an dem Plakat. Ja. Ja. Das ist ja an Allgemeingültigkeit kaum mehr zu unterbieten. Weil, also, aber damit sage ich auch, dass wir uns überhaupt nicht abgesprochen haben und jeder behält seine Meinung in dem Kreis, die er hat. Und ich denke, also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das wundert mich, dass es von Linken kommt. Ja, genau. Das sollte dich auch wundern. Ich weiß, was du dir unter einem linken Plakat vorstellst. Ja, ein Plakat ist in erster Linie mal ein Plakat und das ist keins. Ja. Ich habe das, als ich das über einen Rundbrief von Willi und dem Theater hier gesehen habe, habe ich es weggeklickt, weil ich dachte, es ist Werbung. Ja. Gestern, als ich das dann auf dem Tisch fand, der Jörg hat da verteilt, als wir zusammen saßen, da dachte ich auch, das ist Dreck, das ist Werbung. Ja. Das ist überhaupt kein Plakat. Entschuldige mal. Es ist eine Verhurerei an die Werbeikone. Abgesehen davon ist es auch nicht das Plakat, was ich hier sehe, sondern das ist ein Banner. Ja, das Plakat sieht noch ein bisschen anders aus. Banner muss doch umso deutlicher lesbar sein. Die ist doch gar nicht mehr zu lesen. Da kann man dann drüber streiten. Du kannst dir ja auch sagen, so genauso wie du gerne wegklickst, wenn du ein Plakat siehst, was für dich wie Werbung aussieht, gibt es natürlich viele Leute, die wegklicken, sobald sie ein Plakat sehen, das von der Linken kommt. Ja? Von der Partei Die Linke, weil sie sehen, naja, das ist halt ein Plakat der Linken. Die sehen alle gleich aus. Und das ist eben, sage ich mal, eine Camouflage, um das mal so zu sagen. Ja? Und ich finde sie als solche, also diese heftige Reaktion... Du musst es nicht verteidigen. Ich verteidige es gar nicht, sondern ich sage, warum wir das so gemacht haben. Ja, ist ja egal, es ist ja ein bisschen der Streit. So. Ja. Das gehört dazu. Babylonisch produktiven Streit. Genau. Vielleicht der berühmteste Roman des 20. Jahrhunderts zum Thema Ästhetik, Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, wäre eine Pflichtlektüre für jeden Linken, meines Erachtens immer noch. Deswegen, also Peter Weiß hätte sich kaputt gelacht über. Über so eine Art von ästhetischem Verständnis. Das stimmt, aber ich habe meine Examensarbeit über Peter Weiß geschrieben und ich habe das Plakat selbst mitgestaltet. Also es ist sehr babylonisch, zu Deutsch, man erkennt nichts und man versteht es nicht. Das ist babylonisch. Da stimmt also Form und Inhalt.
Professor Ried. Und können Sie noch was sagen so zu dem Ansatz vom Dörre, wenn das so einfach zu sagen ist überhaupt? Genau. Also. Frau Mann, dem Ansatz von Dörre ist auch natürlich ein strittiger. Aber ich finde es zum Beispiel bei dem Titel, dann zum Schluss zu sagen, das merkwürdige Überleben. Du musst vielleicht den Titel nochmal sagen, weil ich müsste ihn jetzt ablesen. Nicht nochmals, sondern erstmals. Und wundersames Überleben am Ende. Yeah. Und wundersames Überleben. Dieses wundersame Überleben, also Dörre beschreibt ja die sogenannte Landnahme des Banksystems in zum Beispiel in der Stadt Frankfurt. Und dann ist doch das wundersame Überleben des Banksystems, das ist doch eine Frage, die da hakt jeder nach. Was meint er mit wundersamem Überleben? Und ich weiß es auch nicht, ich kenne den Text von ihm nicht. Ich bin richtig gespannt darauf, wie das Referat aussieht. Wir haben uns auch bisher nicht die Mühe gemacht, ihn zu bitten, vorab schon mal einen Text zu schicken. Das ist auch Teil ein bisschen des Gesamtkonzepts, dass man Leuten zumutet, mal das zu sagen, nicht vorher das auszudiskutieren und zu bewerten und zu bewegen, zu sagen, sondern bei Dörre schreibt eben diese Geschichte der Vereinnahmung des Alltags durch das Finanzsystem, den Finanzkapitalismus. Und von daher war das eine gute Wahl. Und darum geht es ja auch. Der Text ist natürlich nicht abgesprochen, den er hier bringt. Also wie so die Krise auch in unserem Alltag spürbar wird. Und das soll allen Bert hat ein schönes Beispiel gesagt. Ja, und das soll in allen vier Veranstaltungen Thema sein, oder ist es dann ein neues Thema? Das ist ein neues Thema. Okay. Also in diesem Kontext Krise. Ja. Aber es ist ein anderer Blickwinkel und ein anderes Thema. Es wird nicht viermal ums Gleiche gehen. Da können wir ja gleich die gleiche Veranstaltung dann doch viermal machen. Wenn das Publikum das fordert. Gut, schauen wir mal. Nein, per Akklamation meinst du? Nein, das ist schon so, dass wir dann ganz gerne nochmal Sie anrufen möchten und, nochmal, und Sie dann nochmal Fragen stellen dazu. Das ist ja übrig hier, das ist ja mal die Veranstaltung wieder. Ja, also wir sind selbst ein bisschen, wir unterscheiden uns nicht sehr stark vom Publikum eigentlich. Wir haben das Ding konzipiert, es ist vor allen Dingen auch die Konzeption von Bert. Wir haben das, die Konzeption der FGZ, nicht von Bert. Der FGZ, wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr haben wir darüber diskutiert und gelegentlich wollten die FGZ-Leute den Raum verlassen und gelegentlich wollten wir den Raum verlassen, weil wir gedacht haben, da wird nichts und so. Also ein richtig linkes Projekt. Und so wie wir uns so über die Zeit angenähert haben, das ist ja wohl nicht eine Übertreibung, so hoffen wir eigentlich auch, dass ein ähnlicher Effekt entstehen könnte, wenn nicht an diesem Abend dann vielleicht noch mit der Beschäftigung über die Webseite, über eine neue Veranstaltung und so, sodass es neue Dialoge gibt, neue politische, ästhetische Dialoge. Ja. Das ist für uns, also aus unserer Sicht, spannend an der Geschichte und auch ein bisschen unüblich verglichen mit dem, was wir sonst so machen. Aber wir wollen natürlich Botschaften rüberbringen, normalerweise. Und jetzt, der Eintritt ist ja jetzt recht niedrig, also die Schwelle ist nicht hoch, aber es sind ja viele Beteiligte. Machen die das dann alle umsonst? Oder? Nein. Okay. Das machen nicht alle umsonst, teilweise machen es die Leute fast umsonst. Also man könnte sozusagen etwas über das Funktionieren des Finanzkapitalismus auch lernen anhand der verschiedenen Bemühungen. Der Beiträge, aber dazu sage ich jetzt nichts.
Also es wird keiner reich an dieser Veranstaltung. Ja, das stimmt. Und es wird, also es ist nicht in dem Rahmen bezahlt, den man erwarten könnte von Leuten, die da investieren. Also das ist schon, das ist kein insofern Projekt. Hat das einen ehrenamtlichen Charakter, wenn man mal von ein paar Euro absieht. Also es wird schon von dem Motiv getragen, was Neues zu machen. Also es ist keine Übertreibung. Und der Preis war sozusagen auch der Preis, den wir bereit waren dafür zu zahlen, eben um das niederschwellig zu halten, ja, weil es ist eben kein normaler Theaterabend und es soll auch Leuten, die wenig Geld haben, ermöglichen, daran teilzunehmen. Und soll da auch noch direkt diskutiert werden? Also sowas angedacht oder also nicht, eher nicht so? Nicht in dem Maße, in den Pausen hoffentlich, aber ja. Nicht in dem Maße, dass das jetzt ein Programmteil wäre. Okay. Ja. Die Veranstaltung wird ja ungefähr 3 Stunden dauern, denke ich mal. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann direkt danach so die berühmte Abschlussdiskussion führen wollen, die halte ich für relativ gering. Wenn aber es sich ergibt, dass nach der Veranstaltung das Publikum beschließt, den Römer zu besetzen. Was würden die da machen? Dann kann man es nicht ändern. Es ist schon richtig, dass ihr überwacht werdet. Ja. Dann sind wir aber im Sinne des Pressegesetzes nicht verantwortlich dafür. Das Stürmer sind ja auch Apfelwein und Pretzelvorräte. Das war der Stichwort. Und ich persönlich verspreche auch nicht auf dieser Veranstaltung, während dieser Veranstaltung nicht noch weitere Texte, die mir auf dem Weg hierher fallen, einfallen, vorzutragen. Vorzutragen. Oh gut, da haben wir noch einiges gefasst zu machen. So in der Pause oder so vielleicht. Nein, ich verspreche das nicht zu tun. Sonst babylonische Verwirrung. Ja. Wir haben übrigens gerade noch mal von René und ich über das Fotomaterial gesprochen. Also was wir natürlich auch hätten, wären sozusagen von dem Theaterteil hätten wir schon Fotos, die halt jetzt nicht aus der Produktion sind, logischerweise aus dem Abend, aber aus früheren Inszenierungen. Also sowohl von Titanic, wie auch von der Insekten-Dolmetscherin, wie auch von dem Dario Fo. Ja, ja, klar. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das wäre gut. Ja. Dann haben wir das Spiel schön Banner. Ne. Das schlimme Banner, genau. Das babylonische Banner. Ja. Haben Sie noch? Ja, hast du welche gefunden? Ja. Das heißt dann vielleicht nochmal, wir wollen die Diskussion im Web verlängern. Da gibt es dann eine Facebook-Gruppe und dann sollen wir. Es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt eine Website. Die sind natürlich sozusagen also, im Aufbau gerade, wie Sie sich vorstellen können, denn die soll ja eigentlich aus dem Projekt heraus weiter fortgeführt werden. Die Website heißt überraschenderweise bankersbabylon.de. Facebook findet es auch unter dem Namen und wir haben die Seite angelegt als einen U-Bahn-Plan. Das ist einfach aus den damaligen Produktionen. Da gibt es halt verschiedene Stationen, die so einzelne Punkte, die für das Thema interessant sind, umfassen. Und da werden wir sicher auch Material noch von den Veranstaltungen einstellen. Also es ist jetzt schon Material drin aus dem weiteren Umkreis. Und wir hoffen eben auch mit den Gruppen oder Beteiligten dahingehend in Kontakt zu kommen, dass von deren Seite auch noch weitere Materialien dazu fließen. Ab wann ist die? Die Website ist schon im Netz. Ist schon bankersbabylon.de. Genau, ja. Können Sie schon. Ist das diskursiv? Also kann man dann da oder das können Sie einfach normal eingeben. Nein, ich meine die Website ist die, also ist dann, da habe ich mir die schon angeguckt, also ist da dieser U-Bahn-Plan und dann sind da Materialien und dann kann man darüber diskutieren. Sie können darüber diskutieren, Sie können auch
sozusagen Sachen posten. Die müssen allerdings freigegeben werden. Das kann man sich vorstellen, warum. Sonst haben wir 1000 Viagra-Werbungen wahrscheinlich demnächst auf der Seite. Ja, aber es ist gedacht. Also wir haben jetzt erstmal einen Punkt gesetzt, an dem das anfängt, wo man so, wie gesagt, ein paar Punkte gegeben hat. Wir haben natürlich von der FGZ, also von der Frankfurter Gemeinen Zeitung aus, auch teilweise Material reingestellt. Und wir hoffen, dass das eben sich weiter fortsetzt. Ja. Wenn es das nicht tut, dann tut es das halt auch nicht. Also das ist einfach ein Angebot. Ja. Genauso wie der Prosecco übrigens. Ihr wolltet noch ein bisschen korrumpieren und niemand trinkt Prosecco. Ja, ich habe mich dafür eingesetzt, dass es Prosecco gibt zum Pressegespräch. Ja. Das gab auch starke Diskussionen. Ja, ich könnte Ihnen den Mailverkehr zeigen. Das sind, glaube ich, 20 Mails hin und her gegangen. Insofern bitte ich Sie, einen ganz winzigen Schluck zu nehmen.